muss noch etwas sagen, Em. Da, was tust du so feierlich? Das Fernsehen kommt. Das Problem, Holzers mit 3 Generationen im Haushalt können vom Bauern einzig nicht mehr leben und versuchen darum, sich andersweitig zu vermarkten. Die Idee, man könnte sich ja als Touristenattraktion verkaufen. Also hört, was die Touristen sehen wollen, das ist das Traditionelle, das Heimelige, Schweizer Familie, wie es im Buch steht. Also hü, sind wir heimelig. Ich kann unmöglich auf Kommando heimelig sein. Wir sind Schweizer. Wir sind automatisch heimelig. Und frei sind wir. Das ist es. Frei. Das wollen die Touristen sehen. Und genau die Touristen kommen dann auch in Scharen. Holzer sei Erfolg. Allerdings müssen sie sich so geben, wie sie in Wirklichkeit eigentlich gar nicht wären. Das Thema, dass sich Bauern hier zum Teil müssen Veränderungen unterwerfen zum Überleben, hat für die Regisseurin Livia Ann Richard eine grosse Aktualität. Es hat eigentlich den tragischen Hintergrund, dass heute Bauern von der Landwirtschaft allein nicht mehr leben können. Die Familie macht etwas sehr, sehr Innovatives und sehr Witziges aus dieser Situation. Hinter der idyllischen Fassade aber heisst Holzers nicht nur gut. Jetzt sollte jemand etwas sagen. Sag doch etwas, mir kommt nichts in Sinn. Das ist das, was ging, einfach ohne Pause dazwischen. Das ist es ja. Ich höre doch nicht zu, wenn ich am Reden bin. Der Balzli sei gescheint gestorben, sagst du. Aber das sage ich nur, wenn er gestorben ist. Wie genau die Holzer-Familie ihr Problem schlussendlich löst, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Das Gurten-Theater wird ja am 30. Juni auf dem Gurten selber während dem Sommer aufgeführt.